Hallihallo, Hallöchen, ihr schaurig schön verseuchten Horrorfans da draußen. Ich heiße euch wie immer herzlichst willkommen zu einem weiteren geilen Horror-Indie-Game und zu meiner Kategorie auf meinem Channel Let's Have Angst. Wie immer ein herzliches Hallöchen und vielen Dank fürs Bewerten der so glorreichen letzten Folge und natürlich auch fürs Reinschalten in diese Folge. Freut mich wie immer sehr. So, wir spielen heute No Snake Hotel. Ja, es heißt zwar No Snake Hotel, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass wir wohl eventuell doch einer Schlange begegnen werden. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall bin ich auf das Spiel gestoßen, weil ich auf Steam dieses Game, was hier unten abgespielt wird, in meiner Wunschliste habe. Nämlich Choo Choo Charles. Das ist ein Entwickler oder ein Boy, sage ich mal, ein Typ, der entwickelt gerade dieses Choo-Choo Charts und möchte das auch dieses Jahr noch gerne rausbringen. Da geht es darum, dass man mit einem Zug durch die Welt fährt und ein anderer Zug, nämlich Choo-Choo Charts, verfolgt einen und das ist ein Zug mit Spinnenbeinen. Ihr seht es dort unten gerade. Und den gilt es zu bekämpfen. Da ich das Game total interessant finde und übelst Bock darauf habe, bin ich dann auf dieses kleine Horror-Indie-Game, was er einfach mal so zwischendurch, ich glaube, in 30 Stunden entwickelt hat, um es seinem Freund zu präsentieren. Der musste dann ein YouTube-Video darüber machen und der hat wohl irgendwie krass Angst vor Schlangen. Deshalb heißt dieses Game No Snake Hotel. Das ist das, was ich herausgefunden habe. Wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Es wird nur so 3 bis 5 Minuten gehen, hat der Kollege gesagt. Deshalb, ich gehe auf Play. Und wir starten einfach direkt rein. The Devil Incarnate. No Snakes. Wie cool. Okay, das ist cool gemacht. Waking up to a snake sliding down your throat. It happens more than you'd think. Call the front desk for questions and enjoy your stay at the No Snake Hotel. Es wird mir zu 99,99% garantiert, dass ich hier keine Schlangen antreffe. Das ist aber nett. Ich bin im Hotel angekommen. Okay, also hier steht nur noch mal drin, dass er keine Schlangen mag und es wird quasi. Niemand empfiehlt ihn dieses Hotel, weil es hier absolut, wirklich absolut keine Schlangen gibt. Find Room an 100, okay. Das ist ja nicht so schwer. 120. Habe ich irgendwie eine Taschenlampe oder so? Wahrscheinlich eher nicht. Die coole Musik ist weg. Okay, was haben wir hier? Ich lebe den Traum. Okay, er musste sein Haus verlassen nach 50 Jahren etc. und ist dann hier im No Snake Hotel unterbekommen und bedankt sich. Weiß zwar nicht, was das storytechnisch damit zu tun hat, aber okay. Wir nehmen es mal so hin. Kann man mir jemand sagen, warum in diesem Hotel... Das war doch gerade ein Schlangenzischen, oder? Lord Voldemort. Spricht hier etwa jemand Pasemund mit mir? Everywhere, except here. Aha! Ich fühle mich sicherer als sonst irgendwo. Warum ist hier überall mal Licht ausgefallen und da mal nicht? Die haben ihre Glühbirnen nicht ausgewechselt. Für was haben denn die Leute immer Hausmeister? Also das ist so Standard 0815 Schema halt auch. Man kommt in ein dunkles Hotel. Es heißt No Snake Hotel. Wir wissen jetzt schon, dass irgendwo Schlangen auf uns warten werden. Und natürlich geht man einen langen dunklen Gang entlang. Am Ende natürlich funktioniert das Licht, aber die letzte Glühbirne, die hält. Und man findet am Ende des Ganges Blut. Und schaurig schöne Musik. Ich bin gespannt. Okay. Eine Schlange. Sollte ich mich jetzt erschrecken? Ich habe mich tatsächlich nicht erschrocken, weil... Irgendwie war's. Aber sie ist hier drunter gekrochen.
Hier geht's nicht weiter, okay. Aber sie ist gerade da drunter. Na gut. Gehen wir mal weiter, ne? Wow! 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 Das war mal eine große Schlange. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also ich habe mit allem gerechnet, aber damit tatsächlich jetzt gerade nicht. Hätte ich der Schlange irgendwie entkommen können? Moment bei ihm, das probieren wir mal aus. Ich melde mich gleich zurück. Ich spiele noch mal bis zu der Stelle und dann melde ich mich gleich noch mal zurück. Also, bis gleich. So, ich bin jetzt noch mal den dunklen Gang hier entlang gegangen. Jetzt taucht hier noch mal die kleine Schlange auf. Gucke, da ist sie. Schön grün. Die ist bestimmt hier rein und dann in das Zimmer oder so. Und hier taucht jetzt die große auf. So, und jetzt die Frage, kann ich da entkommen? Ah, ich kann entkommen. Ich kann echt entkommen. Ah, nee, ich kann nicht entkommen. Da stand out of order. Hahaha, okay. Alles klar. Also, aber cool, dass es tatsächlich zumindest einen Weg gibt, den man eigentlich entlang rennen soll und nicht einfach nur da stehen bleibt oder sich vor Schreck einkackt und dann ist alles vorbei, wisst ihr? Finde ich ganz cool. Okay, das wollte ich noch auschecken, habe ich hiermit getan. Ja, Freunde, das war's tatsächlich schon mit No Snake Hotel. Ich danke wie immer fürs Reinschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtungen dalassen. Die Kommentarsektion wieder mit euren netten Worten voll spammen und mir sehr, sehr gerne Vorschläge für kleine Horror-Indie-Games reinschreiben, die ich mir dann anschaue für euch, weil ihr zu viel Angst habt. Ich auch, aber ich mach's halt trotzdem, weil ich Klickgeier bin. nein, also wenn ihr irgendwelche coolen Ideen habt, dann immer rein damit. Freue ich mich immer sehr drüber. Ansonsten Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Ihr wisst Bescheid, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ja, wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Bleibt bis dahin alle schön gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.